Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim und wir sind hier, ja, geflüchtet aus der Festung und sind hier mal kurz im Freien gelandet. Da, ja, der Drache ist davon auf und davon und wir haben jetzt ein wenig Ruhe und das nutzen wir doch gleich, um uns einmal das Inventar anzuschauen. Die Objekte kennen wir mittlerweile, aber da gibt es noch etwas, nämlich die Favoriten, ja. Also, Leute, wenn ihr da eine Waffe oder sonst irgendwas oder Heiltränke, Zaubertränke bevorzugt, dann müsst ihr auf Y drücken und ihr könnt das dann in die Favoriten reintun. Und die erscheinen dann, ja, wenn wir hier auf das Steuerkreuz drücken, gleich einmal da und da können wir das leichter ausrüsten, ja. Okay, wir machen das gleich einmal. Wir können auch eine Shortcut zuweisen. Eisenkriegshammer zum Beispiel und eben der Langbogen, das ist die Numero 2, jawohl. Wir machen das gleich einmal. Langbogen ist ausgerüstet, aber jetzt nehmen wir den Eisenhammer und schon sind wir mit dem Eisenhammer gerüstet. Ja, das ist bis jetzt noch unsere beste Waffe. Und hauen wir mal zu. Und noch einmal, komm Mädel. Ja, so sieht er. Und die Ausdauer ist schon weg. Wir müssen dann noch ein wenig trainieren. Steckt die Waffe mal weg. Und als nächstes kommt, wir haben ja noch gar nicht nachgeschaut, da gibt es ja noch was. Die Objekte haben wir mittlerweile schon. Die Karte, ja, da waren wir auch noch nicht drauf. Und wir sind jetzt hier. Das ist die Feste Helgen. Wir sind da durch den Berg, so wie es aussieht. Und müssen da, jetzt haben wir das Ziel, sprich in Flusswald mit Alvor. Da müssen wir dann durch dieses Tal, ja, denke ich mal. Und wir schauen uns kurz mal die Karte an, was es da alles gibt. Da haben wir Falkenring und da vorne ist Makkad. Da oben haben wir Mortal, die Einsamkeit, da waren wir schon. Zoomen können wir auch. Da Dämmerstern. Können wir ganz reinzoomen? Ne, können wir nicht. Wir fahren mal dahin. Da ist nichts. Da können wir nichts sehen. Zoomen wir raus. Da, was ist da? Winterfeste, genau. Da ist auch Windhelm. Da sehen wir ja schon die Umrisse. Ja, cool. Und nicht, dass wir uns jetzt verfranzen da. Da doch so. Eh schon klar. Und Weißlauf. Aha. Im Gegensatz zum Rotlauf. Da müssen wir hin und da sehen wir gar nichts. Aber das ist ein Schmied. Okay. Das wäre mal die Karte. Und dann haben wir noch die Magie. Und da können wir gleich einmal schauen. Die können wir auch favorisieren. Und da gibt es nämlich Zerstörungsmagie. Da haben wir Flammen. Und Funken, Schaden 16 pro Sekunde und Schaden 13 pro Sekunde und das kommt aber auch recht gut. Wir werden das einmal ausrüsten, beidhändig, nehme ich mal an, oder gar nichts. Probieren wir es gleich nochmal, was waren jetzt? Magie, kommt Zerstörung und Flammen. Links tief ausgerüstet und das müsste jetzt funktionieren. Ja, okay. Und rechts nehmen wir Funken. Ich nehme an, das müsste jetzt hinhauen. Wir haben jetzt, wir schauen uns das so an. Ja, den Funken. Ja. Und ich habe das gleich in die Favoritenliste reingetan. Funken, da tun wir auch gleich einmal auf die rechte Seite. Dann haben wir nämlich zwei. Und machen einfach mal ein wenig, ja, Funkensprühen. Wir können aber auch, glaube ich, Flammen auf die linke Seite tun, wenn das funktioniert. Probieren wir mal. Ja, dann haben wir dann Feuer und ja, machen wir ein Feuerwerk. Ja, und die Energie, die regeneriert sich wieder, ja? Seht ihr? Man-Mädel, ja. Du machst das toll. Okay, das wäre diese Magie. Ich glaube, ich muss mich, bevor ich da angegriffen werde, gleich einmal wieder mit dem Eisenkriegshammer ausrüsten. Ja,
Und steck weg die Waffe, Mel, ja? Okay. Gut, wir sind da bei der Magie und schauen noch gleich weiter. Zerstörung hatten wir und jetzt die Wiederherstellung. Da gibt es die Heilung. Heilt den Zaubernden um 10 Punkte pro Sekunde. Werden wir wahrscheinlich auch gleich. Haben wir das schon in den Favoriten drinnen? Heilung, ja, natürlich. Und ja, das ist das Einzige, was wir bis jetzt können, Wiederherstellung. Und Kräfte, der Kampfschrei, Ziel flieht für 30 Sekunden. Das kommt ja auch gut. Das probieren wir doch gleich einmal. Wir rüsten das aus und schauen mal. Aha. Wo ist der Kampfschrei? Können wir denn nicht? Oder können wir das noch überhaupt nicht? Aha, das können wir noch nicht. Da macht sich gleich ein Luftsprung und na gut, wir haben ja noch im Inventar auch noch was. Die Fertigkeiten da. Da geht's rund, Leute. Das werde ich jetzt nicht durchgehen, aber nur damit ihr es kurz einmal seht, ja. Was da alles so auf uns zukommt. Da haben wir irgendwas schon gelevelt. Zweihändig, genau, da sind wir schon gut dabei. Und wir sind leider noch in Stufe 1, ja. Und Schlossknackerei, ja, da sind wir auch nicht schlecht. Schleichen sind wir auch schon geschlichen. Einhändig und die Schießkunst geschossen haben wir auch schon. Okay, was gäbe es da noch? Ja, genau, wir müssen dann noch einmal rein, nämlich in die Objekte. Wir haben dann Langbogen. Was wollte ich denn da jetzt? Genau, die Bekleidung. Wir werden diesen Eisenhelm einmal aufsetzen. Schauen wir mal, wie der ausschaut. Und das ist ja schon ausgerüstet. Ne, das haben wir nicht. Das kommt zu den Favoriten dazu und das rüsten wir doch gleich einmal aus. Kann ja nicht schaden. Und dann brauchen wir auch noch eine andere Waffe dazu, egal. Fellstiefel, aber was ich da eigentlich zeigen wollte, nämlich die Novizenkappe steigert Magiker um 30 Punkte. Wenn wir jetzt dann mit Magie arbeiten, dann werden wir die wahrscheinlich aufsetzen, ja? Und, ja, genau das werden wir auch machen. Aber vorerst bleiben wir bei den normalen Waffen und werden dann weiterschauen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein Intro dafür. Die werden uns das schon noch beibringen in dem Spiel, hoffe ich doch, ja? Also wir haben jetzt den Helm und wir brauchen dann noch eine andere Waffe jetzt. Weil wir ja nur das Schild haben. Wir nehmen da das Eisenschwert. Ja. Oder? Eisenstreitaxt. Ist die zweihändig? Die ist... ne? Eisenstreitaxt. Ja, die ist zweihändig. Aha. Die sind... Ja, die kommt gut, ja? So sehen wir dann schon etwas, ja, besser aus. Mein Gott, Leute. Wo ist denn das Schild jetzt? Verflixt noch einmal zurück. Entschuldigung, Leute, das ist nur... Aha. Das Schild, Bekleidung war das und das Eisenschild, ja. Okay. So, haben wir jetzt eine Axt und ein Schild. Steck weg und schauen wir uns das mal an. Ja, kommt ja gut. Okay. Da hinten ist unser Ziel auf dem Hut und wir werden da gleich mal losstarten jetzt. Vielleicht schaffen wir es dann auch noch da rumzukommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, da auf Straßen lang zu laufen. Wo ist denn unser Ziel da vorne? Ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Ja, hallo, ja, na klar. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Tritt der kaiserlichen Armee bei, das ist ja auch schon wieder ein Quest. Und jetzt muss ich noch mal nachschauen, ob wir uns da nicht verfranst haben. Gleich einmal auf der Karte. Ne, das passt schon so. Wir müssen dann halt mal rechts abbiegen und laufen mal zu.
da sehen wir den Hammer und ja, Schmied nehme ich an da vorne. Müssen wir jetzt den Quest aktivieren? Ich weiß nicht. Sprich, aktiviere ist schon ausgewählt, genau. Wir laufen da mal mit. Komm, etwa. Komm schon, es wird mir besser gehen, wenn wir erst den Flusswald in Deckung sind. Ihr meint wirklich, ich soll der kaiserlichen Armee beitreten? Aha. Oder ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Wer waren die anderen Gefangenen? Aha, ja, Fallout lässt grüßen. Ja, ich bin einmal neugierig, ja? Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Genau, der Anführer der Sturmmäntel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Aha. Wer sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Okay, ihr meint wirklich, ich sollte der kaiserlichen Armee beitreten? Hatwa, was sagst du dazu? Natürlich, ich weiß. Heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen, aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen, besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Meint ihr, General Tullius weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Nein, noch nicht. Immerhin ein Drache. Etwas aus alten Märchen und Legenden. Damit konnte ja niemand rechnen. Aber ihr könnt sicher sein, dass er versucht, es herauszufinden. Das könnte das gesamte Gleichgewicht des Krieges verschieben. Wenn ihr helfen wollt, diesen Drachen aufzuhalten, dann geht ihr am besten nach Einsamkeit und schließt euch der Armee an. Ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich mich ihr anschließen. Wir lassen uns das ja noch ein wenig offen, nehme ich an. Ja, vielleicht, das sind beides ja... Okay. Natürlich, das verstehe ich. Es ist nicht leicht, an einem Tag von der Armee fast hingerichtet zu werden und sich ihr am nächsten Tag anzuschließen. Ja, hast vollkommen recht. Aber ihr werdet sicher noch einsehen, dass die Armee im Moment Himmelsrands einzige Hoffnung auf Frieden ist. Ich weiß, am Ende werdet ihr die richtige Wahl treffen. Na komm, bleib ich da. Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo hier herumfliegt. Wie habt ihr Ulfric gefangen? Das wollte ich auch noch wissen. Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen, aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben, so viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Aha. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen, aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Gibt's da noch was? Warum ist die Anbetung von Talos verboten, genau? Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache, aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Sohn des Volkes und so. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr? Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Das lassen Ulfrics Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. Okay. Dann, das wissen wir, glaube ich, schon, oder? Das Hauptquartier von General Tullius befindet sich in Schloss Elend in der Stadt Einsamkeit nordwestlich von hier. Aha, das haben wir auf der Karte gesehen. Ihr solltet mit Legat Ricke sprechen.
Sie kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für euch einlegen, wenn ich vor euch in Einsamkeit eintreffe. Gut so. Haben wir noch etwas? Das haben wir noch nicht das gefragt. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Okay. Wir haben jetzt da alles besprochen. Leute, ich glaube, ja. Wir bleiben besser in Bewegung. Mir ist, als wäre der Drache jetzt womöglich da oben und beobachtet uns. Ja, ich hoffe doch nicht. Gut, da gibt es einen Wegweiser endlich. Riverwood, Falkenrad und Felgen, genau. Und da werden wir uns dann jetzt einmal verabschieden für dieses Video. Wir sehen uns dann auf dem Weg wieder zum Schmied. Wir werden das dann gleich einmal in Angriff nehmen. So hoffe ich doch. Wir werden da ein wenig, und ja, nicht ein wenig, so einen Haufen zum Quatschen haben, so wie ich das sehe. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es eben nicht weiter und wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso und die Tosita. Ciao.